Wunderbar, ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. Das sieht so schön Aber ich habe aus. dann in Gedenken auf alte Zeiten ein kleines Glas Jägermeister dabei. Wie Es geil. soll ja auch ein bisschen so erinnerungsträchtige Sachen sollen ja dabei auch zur Sprache und ins Bild kommen. Fossi, der große Entertainer 70er, 80er, 90er Jahre. Und ich kann mich daran erinnern, in der Zeit, als ich dich das erste Mal sah, warst du in Latzhose, in einer weißen Latzhose mit einer ganz großen, so puffrigen Mütze auf dem Kopf und mit Rollschuhen bestückt auf den norddeutschen Bühnen unterwegs. Als Fossi-Bär. Ja, das war die Zeit der Rollerskatebahn, wo Genau. wir in Hamburg und rund um Hamburg, also im Nachgang praktisch oder parallel zu den Großraumdiscos, kamen diese Rollerskatebahnen auf, auch Rollerdiscos genannt, mussten sich aber Rollerskatebahnen nennen, damit sie unter das Sportgesetz fielen. Und da war ich ja gerade mit dem Roller Skating Center in Eppendorf sehr verbunden und die waren auch oft mit mir unterwegs noch, diese sogenannten Bahnaufsichten, und haben sich so an den Shows beteiligt, Freikarten verteilt und so. Und ich selber habe versucht, auf diesen Dingen zumindest auf der Bühne zu stehen. Das hast du ja mal in Perfektion hinbekommen. Nun gab es aber auch eine Zeit vor den Rollschuhen. Vielleicht mal beleuchte so ein bisschen deine Vergangenheit. Wenn man bei dir auf der Homepage rumstöbert, dann sieht man, du warst und bist ein immer noch ambitionierter Live-Mucker. Und wenn man eigentlich, muss man sagen, du bist der Erfinder der DJ-Animations-Entertainment-Show. Weil in der Konfiguration, wie du alles in einer Person zusammengepackt hast, das gab's vorher nicht. Du bist ein Trendsetter. Liege ich da so völlig falsch? Nee, natürlich nicht. Ja, ziemlich ja, aber es gab auch andere. Also Hans Herbert war unterwegs mit Lutz Ackermann, und Hans Herbert hatte mit der Disco Total. Ihr wart unterwegs, aber ich glaube ein bisschen später, ne? Ihr kam ein bisschen später dazu in dieser Richtung. Ich habe in den 60er Jahren angefangen. Da gab es den Begriff Diskjockey noch gar nicht. Und zwar habe ich Schallplatten aufgelegt in den Pausen von Bands in einem Beatschuppen, einem Wochenend-Beatschuppen. Also alles so Namen, die es gar nicht mehr gibt. Eine dieser Bands waren übrigens die Scorpions, Ach. die in diesem Laden gerade mal 180 Leute reinpassten, weil der Laden war in der Nähe von Saarstedt, Hannover, wo die herkamen, Schenker und Co. Und die spielten damals, ja, als Band wie alle anderen Dinge nach. Ne, so Beatles, Rolling Stones, Soul Music war ja auch da. Und da waren dann so meine ersten Ansagen. Und jetzt in der Pause gibt es auch wieder heiße Brezeln vorne an der Ausgabe. Das waren so die ersten Ausgaben. Aber auch damit kann man sich ja einarbeiten, so langsam. Und das wandelte sich irgendwann, wahrscheinlich auch, weil es preisgünstiger war, zur Disco. Weil man andere Möglichkeiten hatte, die Musik zu machen. Dann gab es nur einmal in der Woche Disco. Dann auf einmal wurde es immer weniger mit Bands, was ich persönlich auch schade finde. Damals fand ich es nicht so schade, aber es ist tatsächlich so. Und ich glaube, der Beginn der Discos war, als diese rot-gelben-grünen Licht an aus über der Tanzfläche hingen. Und der Hammer war das Stroboskop. Das Ah. war ja, also wer das hatte, und da wollte auch jeder drunter tanzen. Und ja, und in diesem Beat-Schuppen-Karussell bei Hildesheim, wo auch viele Bands, einige gibt es noch, die Tremors zum Beispiel auch spielten und so. Da gab es auch dieses berühmte Blaulicht. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert, wahrscheinlich nicht. Dieses Blaulicht, nee, nee, nicht dieses Blaulicht, sondern Du dieses meinst das Neonlicht. Schwarzlicht, dieses Schwarzlicht. Schwarzlicht, ja genau, Schwarzlicht. es sah nur blau aus, aber hieß Schwarzlicht. Ja. Und wenn man Das ist ja. Nylonhemden anhatte, dann glitzerten die wie verrückt. Also das war schon was sehr Besonderes. Und was man daran sehen kann, mit sehr einfachen Sachen war man da Trendsetter und hatte viel Ja, nicht Spaß. schlecht. Das heißt, du Übrigens bist von den heißen diese. Brezeln über heiße Hits zur heißen Klamotte sozusagen Ja. aufgestiegen in den Olymp der Unterhaltungsszene. Und als es dann sozusagen auf der Erde zu klein war, auf festem Boden, bist du dann auch noch aus Wasser gegangen. Was war denn da los? Ja, das ist richtig. Also Großraumdiskos, also Diskos, Großraumdiskos, Zeltfeste und dergleichen. Und dann hatte das Management von Günter Fink,
vielleicht erinnert sich der eine an anderen auch, er hat gute Musik gemacht, war auf der Bühne ziemlich langweilig. Und Günter Fink hatte dieses Club-Wunschkonzert. Man muss sich ja auch noch mal vorstellen, dass man damals nur einmal in der Woche wirklich richtigen Pop-Beat-Sound hören konnte. Das war das Club-Wunschkonzert, eine Stunde. So, und Günter Fink war gebucht für die TT-Line Musikdämpferprogramm als Rahmen für Sachen wie Saragossa Band, Gumbe Dance Band, die dort das Musikdampferprogramm machten, und sollte dann einen Vertrag im Voraus über, sagen wir mal, 40 Termine machen fürs nächste Jahr. Und das konnte er nicht. Das konnte er nicht, weil er ja Fixtermine und nicht genau wusste, beim NDR hatte. Und da bin ich einmal für ihn eingesprungen und so kam ich dann dort dazu. Und das war sagenhaft, wirklich sagenhaft. Also ich habe dort alles kennengelernt, von Scott McKenzie über Roy Black. Kein der heute noch so unterwegs ist, oder zumindest damals, oder alle sind leider nicht mehr unter uns, der da fehlte. Kann ich was Besonderes erzählen vom Musikdampfer? Bitte drum, ich bitte drum. Unbedingt. Ja, gerade bei Roy Black. Also viele kennen ja diese Räume, die Bar, drei Generationen, Musikdampfer. Also der Hammer war ja, der nächste Freitagabend ab, war voll mit Kegelclubs, alle leicht angetrunken, wer damit umgehen konnte, der hatte eigentlich, braucht für nichts im Leben mehr Angst zu haben. Wir kamen Sonnabendnachmittag wieder an, die gingen von Bord und es kam Sonnabend, dasselbe Programm nochmal, kamen wieder Kegelclubs, Gesangsvereine, was weiß ich, und hauten da ihre Clubkasse auf den Kopf und machten weiter. Und das Komische war, es war jedes Mal so, als wenn die runtergegangen sind, gerade wieder hochgegangen. So war es. Aber es waren legendäre Partys. Dauergast war Gumbe Dance Band, weil die brauchten nicht so viel Aufbau, hatten Welthits, waren bezahlbar, muss man auch dazu sagen, und passten auch genau rein in die Geschichte. Onkel Jürgen war da. Ach so, und ich wollte von der Crewbar erzählen. Die Besonderheit war die Crewbar, in die man ja eigentlich nicht rein durfte. Also nur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Crew. Da kostete jedes Getränk eine Mark oder später einen Euro, weil das aus diesem Duty-Free-Kram ja noch kam. Und also einmal bin ich mit Roy Black dort gelandet und Roy Black hatte immer, ihn begleitete immer ein Irokese, so ein Hühne, und da war alles, also Mann für alles. Und ich weiß noch, wie wir in der Crew war, ich mache aber nicht so lange, sagte Reubel dann zu mir, und auf einmal kommt der Irokese und sagt, Chef, who's back? Dann war Roy Black, Kopf auf der Tischplatte, und wir mussten da zusehen, er hat ihn ja getragen, und wir mussten zusehen, dass er zur Luxuskabine kam, ohne dass ihn jemand sieht. Hammer war auch Costa Cordalis, wo ich dachte, du Costa, du musst mit in die Gruba. Alle, die hier auftreten, gehen kurz mal in die Gruba, aber nur kurz. Irgendwann morgens um 7, wir legten in Trelleborg an. Costa, Saxophonspieler, spielte immer noch in der Kruba. Costa machte noch Sirtaglieder um. Und Kruba war legendär. Da haben leider nicht ganz so viele mitbekommen, aber die ganze Geschichte TT-Line Musikdampfer ist auch unvergessen. Ich werde immer wieder darauf angesprochen. Ist toll. Waren das eigentlich auch die Inspirationen für deine Party-Hits? Weil du hast ja auch immer noch auf Vinyl für Schlagzeilen gesorgt. Legendär natürlich, einer geht noch, ne? Ja. Wie kam das ins Köpfchen? Das kam so, wir dachten, das wäre sowas, was Leute so singen. Aber tatsächlich ist es so, dass dieser ein Bandleader auf einem Sechstagerennen in Bremen, Högel heißt er, dass immer der Moderator ihn mal gefragt hat, Herr Högel, geht noch einer? Und er immer, jo, einer geht noch. Und da hat sich irgendwie so diese Zeile entwickelt mal aus. Und wir machten dann auch nochmal ein Lied davon, aber dann kam Einspruch von Herrn Högel und er sagt, nee, Rechte habe ich, hat auch recht. Er hat sich das erarbeitet, haben uns dann auch geeinigt, andere haben es dann ja auch gesungen, aber einer geht noch war schon eine besondere Zeit. Volksparkstadion, einer geht noch. Wir singen, in der Halbzeit, einer geht noch. Ich habe diese erste Halbzeit so gezittert, das war das Spiel HSV gegen Bayern München. Ich habe so gezittert, dass nicht Bayern München das erste Tor schießt, ja, und wir singen, einer geht noch. Da wären wir nie lebend rausgekommen. Ja, was mich geärgert hat, da war oben diese große Leuchtreklame, stand dann Fossi, einer geht noch. Kein Schwein hat es fotografiert. An welche Bands, außer Gumbe Dance Band, sag ich jetzt mal, und Saragossa Band, erinnerst du dich dann immer noch sehr gut oder sehr gerne?
Viel Spaß hatte ich mit Linda Chorizo dort. Die hat mich auch sehr, sehr beeindruckt in ihrer fröhlichen, natürlichen, menschlichen Art, aber auch als Künstlerin. Schöne Grüße, es war wirklich toll, wenn Sie an Bord waren. Fein. Fossi, uns bleibt nur noch so ein halber Satz, nämlich schönen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Und normalerweise müsste man eine 3-Stunden-Sendung mit dir füllen, allein schon die Moritaten, die Sack Wahnsinn und Fossi erlebt haben auf den harten Bühnenbrettern, die die Welt damals zu bieten hatte. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht war das so ein kleiner Bürstenschnitt und eine Übersicht. Wer noch mehr Fossi haben will, der kann sich natürlich dein Hörbuch kaufen. Darf ich dazu was sagen? Natürlich. Ich nicht mehr im Handel, sondern ich bin natürlich auch sehr motiviert, den Freunden jetzt zu helfen, die durch die Corona-Probleme haben, die Bars und Co. Bei mir im Dorf hier ist es die Nahbar. Und es gibt dieses Hörbuch, ich mache keine Reklame, nur viel, viel Werbung. Ist es drauf? Ja. Und dort für 5 lumpige Euro sind 2 CDs drin, kriegt alles die NABA, die seit über einem Jahr geschlossen hat. Meine Freundin Melli Wellendorf, die seit einem Jahr ums Überleben kämpft. Also ich würde mich freuen, wenn auch aus diesem Grund da mal zugegriffen wird. Findet man im Internet, mal googeln, NABA Shop. Und da ist dann wirklich auch alles drin, also diese Geschichten, die ich erzählt habe und noch viele andere, viele Erinnerungen an Mi'kmaq Moisburg und was wir alles so hatten, was wir alle durchlebt haben, die Zeltfeste, Erinnerungen an Zeiten mit Carlo, aber auch mit vielen, vielen anderen netten Leuten. Dann sagen wir, jupp, mein Alter, und schönes Abend. Leute, macht es gut. Vielen Dank, tschüss Fossi. Tschüss.